in One ist eigentlich entstanden aus der Notwendigkeit heraus, die wir gesehen haben, dass die Journalisten immer weniger Zeit haben, dass die Firmen letztendlich nach Wegen suchen, wie sie mit den Journalisten weiter in Kontakt treten können. Und auf der anderen Seite noch eine Entwicklung stattgefunden hat, dass Ressorts immer mehr zusammengelegt werden. Das heißt also, Journalisten eher themenübergreifend arbeiten und nicht mehr monothematisch arbeiten. Also man sieht einfach, es wird letztendlich, sag ich mal, synergistischer gesucht. Und da wir alle vier Themen bei uns auf den Portalen spielen, war das natürlich jetzt eine Überlegung wert, mit so einem neuen Konzept an den Markt zu gehen. Und wir haben unseren ersten Event im März dieses Jahres gehabt, der sehr erfolgreich gelaufen ist und sind jetzt hier beim zweiten Event dabei. Und ich habe den Eindruck, dass eben auch die Hersteller mit dieser Art Events zu machen sehr viel besser umgehen können als Einzelevents, die natürlich von den Kosten her eine ganz andere Größenordnung haben, als wenn man es eben in einem Multi-Brand-Event letztendlich macht. Wir stellen hier aus, um natürlich den Kontakt zu Journalisten und der Presse zu pflegen. Ich meine, es ist nie verkehrt, wenn man in den relevanten Zeitschriften erwähnt und gezeigt wird. Wir haben uns unwahrscheinlich gefreut, dass wir hier wieder die Möglichkeit haben, in direkten Kontakt mit Journalisten zu bekommen. Es ist für uns immer ein tolles Event, weil es halt wirklich einfach ist, die Journalisten alle an einem Ort zu treffen und wir nicht die Notwendigkeit haben, eine Redaktionsreise durchzuführen. Deshalb ist es für unsere Pressearbeit eine tolle Ergänzung. Wir hatten spannende Kontakte, gute Kontakte gehabt. Und was wir auch gesehen haben, dadurch, dass wir die Produkte auch vorgeführt haben, dass es immer so einen Aha-Effekt gab bei der Anwendung. Das war schön. Ursprünglich haben wir mal mit 35 bis 40 in Hamburg und ungefähr 28 bis 30 in München angefangen und sind heute bei über 60 in München und über 70 bis 80 in Hamburg. Also es hat definitiv hier für beide Seiten offensichtlich gut gepasst, sich so zu treffen, statt eben dieser einzelnen Events, die früher üblich waren.